Hast du in Ihrer Wohnung was gefunden? Nichts außer etwas Romantikschleimablagerung um die Badewanne rum. Aber ich habe was über diesen Vigo-Knilch, den du erwähnt hast. Ich habe es in Leon Zundingers Zauberer, Märtyrer und Wahnsinnige gefunden. Hör dir das an. Ja, Vigo der Karpate, geboren 1505, gestorben 1610. 105 Jahre alt, der hat lange durchgehalten, oder? Ist nicht mal an Altersschwäche gestorben. Er ist vergiftet, erschossen, erstochen, gestreckt, gevierteilt und zerhackt worden. Autsch. Ich schätze, er war am Ende nicht der Beliebte. Nein, nicht unbedingt ein Mann des Volkes. War auch bekannt als Vigo der Grausame, Vigo der Folterer, Vigo der Verabscheute und Vigo der Unheilige. Ist er nicht auch Vigo der Penner? Und jetzt hör zu, es gibt eine Prophezeiung. Unmittelbar bevor sein Schädel tot war, waren seine letzten Worte: Tod ist eine Tür, Zeit ist ein Fenster, ich werde zurückkehren.